Herzlich willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André, das da ist die Anne und heute geht es um Baubetrieb im Mittelalter. Ja, es ist so anekdotenhaft. Wir kennen uns schon ziemlich lange aus dem Living History. Du machst auch historische Darstellungen. Wir haben uns erst vor kurzem auf einer Veranstaltung getroffen und mir ist erst nach ein paar Jahren klar geworden, dass du auf deinem Gebiet ziemlich Ahnung hast, dass du hast Architektur studiert, du hast promoviert, du hast habilitiert und bist jetzt, klingt groß, ist groß, die Leiterin der Dombauhütte in Freiburg. Münsterbauhütte. Münsterbauhütte, entschuldige. Beim Thema Begriffe, aber ja, Münsterbauhütte. Genau. Ja. Was ja schon eine große Sache ist. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein großer Betrieb. Ja. Und deswegen dachte ich, das haben wir schon länger geplant, jetzt klappt es endlich, wir reden heute über sogar dein Spezialgebiet, dein Forschungsgebiet, so Bauhütten, Organisation von Bauhütten, Wissenstransfer in der Architektur, überhaupt Architektur 15. Jahrhundert ist genau dein Fachgebiet und deswegen bist du der ideale Gast für das ganze Thema. Und bevor wir jetzt gleich loslegen, noch ein bisschen Werbung. Wie immer, dieses Video wird gesponsert von der BBG und da gibt es ein sehr, sehr schönes Buch, das einem einen wunderbaren Überblick gibt über die Kathedralen am Rhein. Heißt Macht und Herrlichkeit, die großen Kathedralen am Rhein von Konstanz bis Köln, also genau unser Thema, ist ein sehr, sehr schöner Prachtband. Und den ich auch wie immer verlose, also wer eins davon haben möchte, zwei Stück verlose ich, schreibt unten in die Kommentare, schreibt was Nettes, freue ich mich. Das ist die Aktion. Und da sind wir eben auch schon völlig im Thema. Was ist eine Bauhütte? Eine Bauhütte. Ja, das ist tatsächlich in der Forschung umstritten. Es gibt Forscher, die sagen, den Begriff Bauhütte darf man nicht verwenden, weil es ein nicht historischer Begriff ist oder inzwischen schon historisch, der kommt erst im 19. Jahrhundert auf. Ich glaube, Goethe ist schon wieder schuld, oder? Goethe ist schon wieder schuld, oder? Nein, Goethe ist in dem Fall nicht schuld. Nein, das ist eher die Freimaurer und dieser Forschungsbereich. Ich hatte mal gelesen, dass Goethe diesen Begriff geprägt hätte, aber... Wüsste ich jetzt nicht. Also Goethe ist natürlich einer, der mit Erwin von Steinbach, das ist in Straßburg, er ist eigentlich der da eine Gotik-Begeisterung auslöst. Genau, das ist ganz bekannt. Das ist definitiv so. Aber Bauhütte ist dennoch, also ich bin eine Forscherin, die den Begriff verwendet, weil im Mittelalter gibt es den Begriff alle Gesellen auf der Hütte. Und da wird auch die Hütte daraus und die Hüttengemeinschaft. Und das ist eigentlich dann tatsächlich, sind die Steinmetze, die an einem solchen großen Bau arbeiten. Das ist eigentlich die Bauhütte. Im Unterschied zur Hütte, die Steinhütte, die eigentlich dann tatsächlich dieses Werkstattgebäude ist, das auch oft einfach nur so ein Unterstand, eine Hütte war. Das heißt, ja. Und mal, was ist heute eine Bauhütte? Heute eine Bauhütte, das ist eigentlich dasselbe wie im Mittelalter. Auch daher ist es inzwischen auch immaterielles Kulturerbe seit 2020, eben aufgrund dieser langen Tradition. Die Bauhütten, das sind Steinmetzbetriebe, die im Mittelalter den Bau der Kirchen gemacht haben, allerdings auch da schon Unterhaltsarbeiten gemacht haben. Also da wurden auch schon Steine ersetzt an Bauteilen, die dann eben baufällig geworden sind. Aber heute ist die Bauhütte eigentlich mehr daran beschäftigt oder eigentlich nur noch am Erhalt der Bauwerke beschäftigt. Das heißt, werden eben Steine, die nicht mehr konservierbar sind, werden ausgetauscht. Es wird viel konserviert. Man versucht eigentlich, das ganze mittelalterliche Material, das noch da ist, noch erhalten ist, auch weiter zu erhalten. Das heißt, sind auch bei uns auch Restauratoren im Handwerk beschäftigt und wir haben auch externe Restauratoren, die dazukommen. Und das ist eigentlich die Aufgabe, ist der Halt dieser Großbauwerke. Aber es ist immer noch ein traditioneller Steinmetzbetrieb. Also der Unterhalt, das ist eure große Aufgabe. Ja. Und du bist am Freiburger Münster. Das ist ja auch so ein ganz besonderer Bau, denn es ist eine von den großen Kirchenbauten, Kathedrale, Dome, die wir haben. Kathedrale ist, glaube ich, nicht, da kommen wir gleich noch zu. Kathedrale ist es, siehst du. aber genau das machen wir gleich nochmal. Es ist das Münster. Genau. Das Kathedrale ist nämlich erst seit dem 19. Jahrhundert. Aber ja. Vor allen Dingen ist sie halt im Mittelalter fertig gebaut worden, was jetzt berühmte Dome wie in Köln zum Beispiel nicht geschafft haben oder Ulm. Ja. Eurer ist fertig. Ja.
Das ist tatsächlich so. Die haben es geschafft, das fertig zu bauen, bis auf eben tatsächlich so kleinere Sachen. Also es wurden eben in der Zeit später noch diese so Aufsätze, Türmchenaufsätze auf die Strebepfeiler. Das ist noch später dazugekommen und Maßwerkbrüstung. Es gab eben nicht überall Maßwerkbrüstungen. Die sind auch noch später ab dem 18. Jahrhundert. Da haben sie da einiges gemacht. Aber sie ist fertig geworden. Das ist tatsächlich so und das ist ungewöhnlich in der Zeit. Es gibt sogar die Überlegung, sollten die Bauwerke fertig werden, weil das so eine Wirtschaftsmacht in der Stadt auch war. Also es war ja eine Versorgung in der Stadtbevölkerung, aber auch außerhalb mit den Steinbrüchen, Steintransport hat es rausgestrahlt. Das war wirklich eine ganz wichtiges auch Wirtschaftskraft in der Stadt. Wie lange war die Bauzeit vom Freiburger Münster ungefähr? Also man weiß nicht genau, wann das begonnen wurde. Es wurde eben im frühen 13. Jahrhundert hat man angefangen mit den romanischen Teilen. Da hat man Chor und was jetzt noch da ist mit dem Querhaus und der Vierung, das ist der romanische, spätromanische Teil, fertig geworden, sind sie 1530, also in der Zeit rum, also in der 1530er Jahre, da war das dann 300 Jahre. abgeschlossen. 300 300 Jahre Jahre, Bauzeit. 300 Jahre Bauzeit, ja. Baltic. Aber man hat natürlich, man ist eigentlich, die Kirche war fertig mit dem Turm, so um 13, jetzt nach neuen Forschungen 1324, also ist ganz interessant, war der Turm fertig. Und dann stand eigentlich die Kirche komplett da. Und was hat man dann gemacht? Man hat den Chor abgebrochen und hat einen neuen Chor geplant. Das heißt, war natürlich dann eben so, dass es dann, wenn du es eine eigentlich fertiges Kirchenbauwerk, aber der romanische Chor, der hat dann doch nicht mehr gepasst und hat bei Oh diesen Mann. riesigen, riesigen, schönen, den ich wirklich sehr liebe, diesen wirklich schönen Umgangschor mit den Chorkapellen gebaut. Wir haben ja beim Kölner Dom haben wir dieses bekannte Beispiel, da ist im Prinzip der Chor fertig gebaut, dann wird er geweiht und dann hören sie erstmal so ein bisschen auf und die Verbindung zu den Türmen wird nicht ganz fertig gebaut. Also das Langhaus ist unterbrochen, ist dann so unten abgesetzt. Wir haben auch in Frankfurt ein schönes Beispiel, wo wir auch den größeren Chor haben und das kleinere Langhaus haben. Und das haben wir relativ häufig, sobald der Chor fertig ist und das Ding quasi nutzbar ist, also in theologischer Sicht nutzbar ist, da scheint dann so die Begeisterung nachzulassen und das Ganze zieht sich dann ein bisschen. Also deswegen. Man muss natürlich auch sagen, bei Köln zum Beispiel, gerade als Beispiel, das ist einfach auch eine ganz andere Masse. Also wenn man das anschaut, das ist jedes Mal wieder, das ist eine Masse an Stein, die da verbaut wurde. Das ist von dem Volumen her schon eine andere Hausnummer. Bei Freiburg, damit kämpfen wir auch so ein bisschen, gibt es diese ganzen kleinen Türmchen, die da hochgehen und die natürlich der Witterung sehr stark ausgesetzt sind. Und dieser unheimlich filigrane Kirchturm, wo sie wirklich an die Grenzen der Statik gegangen sind. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung dann im Erhalt Ja, klar. dieses Bauwerks. Ja. Aber was ich eben damit auch ausdrücken wollte, wir denken heute, es wurde gebaut von 1220 bis 1530. Ah, 1530, das Ding fertig, wird eingeweiht. Ist Ja. natürlich nicht so bei einem Wird Dom. früher eingeweiht. Viel Also früher, genau. es wird früher eingeweiht. Also der Chorumgang war noch nicht fertig. Und hat man den Hochchor eingeweiht. Also das war immer so, dass man natürlich geschaut hat, dass die Kirche nutzbar ist, möglichst schnell. Ja, Genau, das war das ist klar. ein ganz Ja. wichtiger Punkt. Dann lass uns doch mal dazu gehen, worüber reden wir überhaupt? Diese ganzen Begriffe. Was ist eine Kathedrale? Kathedrale ist eigentlich eine Bischofskirche. Das ist die Kirche, wo Das der kommt Bischof von dem, sitzt. das ist die Kirche, wo der Bischof sitzt, kommt von Kathedra, von dem Bischofsthron. Ich habe es auch selbst noch falsch gemacht. Ich habe bis vor einiger Zeit auch noch gedacht, der Dom sei der Bischofssitz. Das ist Aber genau der Punkt umgekehrt. ist der, dass diese Kathedrale hat sich auch so im Sprachgebrauch als Synonym für eine große Kirche entwickelt. Das heißt, Genau. das ist eben auch wieder dieser Punkt. Das heißt, rein theoretisch, es ist ein Bischofssitz, aber es hat sich natürlich auch als Synonym für eine wirklich große Man Kirche spricht ja auch von gotischer Kathedrale, aber tatsächlich im Wortsinn ist es nur da, wo ein Bischof sitzt. Und du hast mir auch ein Bild Ja. mitgebracht. Da haben wir nämlich Ja, das genau was ist. Seltenes. Genau, ein mittelalterlicher Bischofssitz, der sich noch erhalten hat im Basler Münster. Und das ist eben, ja, das kann man sich eben so vorstellen. Und das war gleich beim nächsten. Was ist ein Münster? Münster ist eigentlich kommt von, es ist ganz seltsam, dass Freiburg den Begriff Münster hat. Weil Münster kommt eigentlich von Monasterium, vom Kloster, also für eine große Klosterkirche, Stiftskirche.
Aber im südwestdeutschen Raum haben eigentlich alle Großkirchen diesen Begriff bekommen. Das heißt, es gibt Freiburger Münster, Breisacher Münster, Straßburger Münster, Basler Münster, Berner Münster, Ulmer Münster. Da sind einfach alle großen Kirchen im südwestdeutschen Raum haben diesen Begriff bekommen. Und das ist schon im Mittelalter so. Also wir haben Quellen aus dem 14. Jahrhundert, wo schon vom Münster die Rede ist. Also insofern ist Und es ein ist ja auch alter lustig, Begriff. weil Freiburg ist ein Bischofssitz, während zum Beispiel das Ulmer Münster ist ja nur in Anführungszeichen eine Stadtkirche. War Freiburg auch. Ach cool. Freiburg hat den Bischofssitz erst im 19. Jahrhundert bekommen. Der wurde von Ah. Konstanz nach Freiburg Aber transferiert. Straßburg war ein Bischofssitz. Sag mir, dass irgendein davon ein Bischofssitz Straßburg war. war ein Bischofssitz. Basel, wo wir gerade den Bischofsthron gesehen Genau. haben, war ein Bischofssitz. Freiburg war eine Pfarrkirche und das ist eben auch das ganz Spannende, wie Ulm, also aus der Bürgerschaft raus finanziert auch. Ja. Ja, das ist ja auch so spannend bei den Kirchen. Also wenn wir einen Bischofssitz haben, dann haben wir pro Stadt meistens mehrere Pfarrkirchen. Während in den Städten ohne Bischofssitz, kenne ich jetzt aus Frankfurt am Main, die hatte eine einzige Pfarrkirche, nämlich das, was wir heute als Dom bezeichnen. Ja. Weil sie eben, da wo der Bischof sitzt, da werden mehrere Pfarrstellen besetzt, weil das sind ja auch Pfründe. Das ist genauso, wie wir ganz viele Bischofssitze in Rom haben, nicht nur einen, sondern ganz viele. Und die ganzen Kardinäle bekommen ja eine Kirche in der Nähe von Rom verpasst. Und das fand ich immer sehr spannend, dass es da so einen massiven Unterschied gibt. Wenn ich jemand sage, der aus Köln stammt, in Frankfurt gab es nur eine einzige Pfarrkirche, der glaubt mir das gar nicht, weil in Köln quasi jedes Viertel einen eigenen Pfarrsitz hatte. Das ist dann immer aus der Organisation her ganz lustig. Ja, das stimmt. Und Dom ist ja im Grunde genommen ähnlich wie Münster wieder so ein Begriff für eine große Hallenkirche. Eigentlich schon, ja. Es kommt Domo. dann von Domus, genau von dem Haus, Domus Dei, von dem Haus Gottes, ja. Und dann gibt es noch die Basilika, die zumindest inzwischen ein Rang ist, der vom Vatikan verliehen wird. Also da gibt es irgendwie, Es, das ist ja, die Basilika das wusste ich Minor. tatsächlich nicht, aber vorher. Ja, das ist spannend. Also Basilika, es kommt natürlich, die Entwicklung von den Kirchen oder von diesen Kirchenräumen kommt natürlich aus der römischen Basilika. Und das ist eigentlich aus diesem ganz spannend, dass dieser Sakralraum sich entwickelt aus eigentlich einem, ja, aus einem Kaufhaus, Ratssaal, Allzweckraum der Römer. Und dann wird aus diesem Begegnungsraum, wo sehr viel stattfindet, wird eben dieser christliche Begegnungsraum, anders als diese Tempel, die natürlich sehr abgeschlossen waren, die auch Bereiche hatten, wo niemand rein durfte. Aber diese frühchristlichen Kirchen orientieren sich eigentlich an einem profanen Bautyp. Und das finde ich auch ganz interessant, ja. Ja, was auch spannend ist, weil die Kirche an sich, auch diese Großkirchen, sind ja noch viel mehr Allzweckräume und viel mehr belebt, als wir uns das oft vorstellen. Also gerade wenn wir uns die Ja. Gottesdienstpraxis anschauen, da gab es ganz viele verschiedene Gottesdienste. In den Nebenkapellen gab es auch Gottesdienste. Es wurde geredet und wir haben genauso auch Beispiele, dass wenn es notwendig war, selbst Seiler in der Hallenkirche arbeiten durften beim entsprechenden Wetter. Also es war viel mehr noch auch profaner Raum, glaube ich. Es gab natürlich diese ganz vielen Altarstiftungen, das heißt, die Kirchen so. Die waren nicht leer, die hatten ganz, ganz viele Altäre. An jedem Pfeiler muss eigentlich ein Altar gestanden haben. Bei den Seitenschiffen an den Fenstern waren Altäre, die auch bespielt wurden mit Seelmessen, wo dann einfach auch diese, genau, wo einfach immer auch Aktion war. Und gleichzeitig in Freiburg ist auch belegt, waren es natürlich auch Gerichtsorte. Das ist eben auch ganz interessant. Auch Das schön. heißt, im Chor wurde Gericht gehalten. Das hatte dann natürlich eine Rechtssprechung in diesem Raum, in diesem heiligen Raum, hatte natürlich auch mehr Gewicht. Das war natürlich auch ein Dann wichtiger gibt es natürlich Punkt. noch die Privatkapellen und die Zunftkapellen. Auch Und die das, ja. Zunftkapellen waren ja auch Versammlungsorte. Da gibt es ein schönes Bild von Rogier van der Weyden über die sieben Sakramente. Da sieht man im Hintergrund so eine offene Kapelle, wo Leute sitzen. Also es ist ein wichtiger Raum. Und ihr in Freiburg habt natürlich nochmal den Superstar an der Außenfassade, was so zusätzliche Bedeutung geht. Ihr habt die Eichgewichte und Eichgrößen Ja, bei genau, euch. ja. Ja, Die ganz, ganz berühmt, die Brotmaße. Brotmaße. Ja, die Markt, ja, das ist natürlich, der Markt war interessanterweise, jetzt ist er ja ums Münster drumherum, der berühmte Freiburger Münstermarkt, wo man ja schön einkaufen kann und viele regionale Produkte bekommt. Damals war der nicht dort. Der war nicht am Münster, ums Münster drumherum war Friedhof. Also da gab es auch eine Friedhofsmauer drumherum. Also das war einfach Erschreckend Friedhofsbereich. logisch. Ja, es ist logisch. Es ist eigentlich schon so. Aber es ist ganz interessant, weil man eigentlich so denkt, ah ja, die Marktmaße, ja, da ist ja auch der Markt, also sind die Marktmaße da. Aber es hat sicherlich auch eher wieder was mit diesem Gerichtsort zu tun, Münster, dass man da dann einfach dort Streitigkeiten beilegen kann und dann eben diese Maße und Eichmaße dort angebracht sind. Sehr, sehr spannend. Ja.
Das nächste so, ich fand gerade so im Vorgespräch, habe ich gemerkt, dass du das perfekte Beispiel für die Verwendung von Quellengattungen bist. Und deswegen wollte ich das nochmal kurz ansprechen. Du bist ja jetzt mehr in der Praxis als Münsterbaumeisterin. Vorher warst du 10 Jahre lang wirklich intensiv in der Forschung. Welche Quellen nutzt du in der Bauforschung insgesamt? Weil ich komme ja von den Bildquellen und sowas viel. Mhm. Und da merke ich, wie wenig Quellen wir vor dem 15. Jahrhundert haben. Wie füllst du diese Lücken? Was für Quellenarten nutzt du? Also gerade in der Bauforschung ist ja das Bauwerk eigentlich die Quelle. Das heißt, man hat das Bauwerk, und wenn man die Erfahrung, die Vergleichsbeispiele hat und gleichzeitig eben den Blick hat, dann kann man aus so einem Bauwerk wahnsinnig viel rauslesen. Das heißt, man hat dann ganz viele Spuren, die einem was verraten über die Hebetechnik, über die Werkzeuge, die verwendet wurden, bis hin zu den Breiten, Schneidbreiten von den Werkzeugen, über die Baumannschaft. Anhand der Steinmetzzeichen kann man relativ viel rausfinden. Man hat Baunähte, wo man dann sehen kann, da wurde unterbrochen, da wurde später wieder angefangen. Man hat Abarbeitungen an manchen Stellen. Das heißt, man hat einfach so ein richtiges, setzt sich nach und nach wirklich ein Bild zusammen, wo man viel rauslesen kann aus so einem Gebäude. Und das ist natürlich gerade für die Zeit, bevor man Schrift- und Bildquellen hat, ein ganz wichtiges Medium, birgt aber immer auch so ein bisschen die Unsicherheit. Also jetzt gerade bei den Steinmetzzeichen sind wir im 13. Jahrhundert, gibt es die Theorie, dass es Gruppenzeichen gibt. Das heißt, dass da eben dann also auch eine Gruppe von Steinmetzen ein Zeichen verwendet, weil man dann eben beobachten kann, dass die Zeichen, es ist dasselbe Zeichen, aber es ist doch unterschiedlich eingehauen in den Stein. Es sind da Unterschiede vorhanden, oder auch die Oberflächenbearbeitung ist sehr unterschiedlich, sodass man dann sagt, es müssen eigentlich unterschiedliche Leute gewesen sein, die diesen Stein behauen haben, aber sie verwenden dasselbe Zeichen. Und da ist natürlich dann diese Frage, sind es dann unterschiedliche Leute, die dann eben ein Zeichen verwenden? Das können wir nur spekulieren aufgrund der Spuren, die wir da haben. Das heißt, ganz sicher wissen wir es nicht. Wir wissen aber, im 15. Jahrhundert, da entwickelt sich das wirklich zum Individualzeichen, dass eben ein Steinmetz so seine Signatur hat, mit der er auch unterschreibt, die auch in die Meisterwappen, in die Siegel reingeht. Also das ist, da ist dann mehr Substanz. Deshalb habe ich tatsächlich auch mich gerne im 15. Jahrhundert, mit dem 15. Jahrhundert befasst, weil wir da eine reiche Quellenfülle haben. Das heißt, wir haben das Bauwerk, das wir natürlich lesen können, wo wir einiges herausfinden können. Wir haben aber ergänzend zu dem Bauwerk haben wir Baurechnungen, wo wir sehr viel herausfinden. Also wir haben Werkverträge, wir haben Schriftquellen. Wir haben aber auch Bildquellen natürlich vom Bauen. Das heißt, es gibt eben diese, vor allen Dingen die Turmbau von Babel-Darstellungen sind natürlich sehr schön, wo man solche Baustellendarstellungen hat. Wo man dann eben sieht, wie eben im Mittelalter, wie das denn ausgesehen hat. Und dann sieht man, diese Spuren, die wir da im Bau haben, das sind also die Gerüstlöcher, wo die reinkamen. So ungefähr muss das ausgesehen haben. Wir haben die Löcher im Stein, da haben wir diese Zangen. Wir können da einfach sehr, sehr viel sehen, wie haben sie damals gearbeitet. In den Rechnungsbüchern haben wir dann zum Beispiel Hinweise drauf, dass der auf diesen Hüttenstuhl, diesen einbeinigen, der liegt hier gerade liegt. Steinmetze, in die Steinmetze, wo der gerade drauf hockt, dieser Melkschemel, dass sie eben im Sitzen gearbeitet haben. Das ist ganz spannend, und solche Dinge kann man dann eben mit den Bildquellen abgleichen, die Schriftquellen, das am Bauwerk, die Sachen, die man da sieht, und das sind natürlich wirklich ist sehr wertvoll. Und wir haben auch Zeichnungen und Schablonen. Also das ist natürlich auch noch was ganz Tolles. Es gibt einen großen Bestand an noch erhaltenen mittelalterlichen Architekturzeichnungen, die frühesten aus dem 13. Jahrhundert, bei denen wir dann eben auch einiges herauslesen können über die Planung, wie eben das gelaufen ist, aber auch über die Verbindung. Jetzt hier zeigst du gerade den Grundriss von dem Turm des Straßburger Münsters. Das ist der Turmhelm von Straßburg mit diesen schönen Treppenstufen nach oben. Der ist auf der Rückseite von einem Grundriss, Turmgrundriss vom Ulmer Münster, und ist in der Ulmer Plansammlung drin, das Ulmer Münster. Die Rückseite, genau. Das ist ganz spannend, weil man dann sieht, Straßburg-Ulm, also da haben sie tatsächlich gegenseitig eben diese Planzeichnung ausgetauscht, und das war eben ein ganz wichtiges Mittel zur Verbreitung der Architektur, und das ist hochinteressant. Übrigens einer der wenigen Pläne, jetzt dieser Ulmer Plan, auf dem eine Eisenarmierung eingezeichnet ist. Das ist auch ganz spannend, ja. Weil die Gotik ja eigentlich so diese Steinarchitektur ist, die aber ohne Eisen gar nicht funktioniert. Mhm. Das ist auch interessant. Also diese Höhen,
Höhenentwicklung, diese schlanke, filigrane Architektur, dieses an die Grenzen des statisch Machbaren gehen, das funktioniert nicht, ohne dass da Eisen versteckt drin ist in Mengen. Großartig. Ja. Ja, du hast jetzt bei den Quellenarten, das Bauwerk an sich, das ist ja im Prinzip schon verwandt mit der Archäologie, nur dass ihr Ja. eure Dinger nicht ausgraben müsst. Man sagt auch archäologische Bauforschung. Also das ist, kommt, die Methoden, die da angewendet werden an der Untersuchung von diesen Bauwerken, stammen aus der Archäologie. Und die Zeichnung ist ein ganz wichtiges Instrument. Das heißt, dass man einfach wirklich das zeichnet und dann in diese Zeichnung dann diese Befunde aufnimmt. Das ist eigentlich so das zentrale Mittel. Ja. Ihr benutzt wirklich das, was ich ja manchmal in der Forschung kritisiere, ihr benutzt wirklich alle Quellen, die da sind. Das finde ich ganz großartig. Und wer ich da mal reinschauen muss, es gab kürzlich bei Arte eine dreiteilige Dokumentation über die Kathedrale in Paris, Notre-Dame, Ja. nach dem Brand. Und da werden ganz, ganz viele moderne Ansätze in der Bauforschung auch tatsächlich gezeigt, was jetzt auch in der Rettung von Notre-Dame quasi Anwendung findet. Und das war für mich als Laie eine total spannende Dokumentation. Werde ich auch bestimmt hier drunter verlinken. Da mal reinschauen, also werdet ihr viel von dem mitbekommen, was gerade so aktuell passiert. Wir Aber was sind. kritisierst du daran? Du hast gerade gemeint, was du daran kritisierst. Das ist in der Forschung teilweise, in der Geschichtsforschung teilweise nicht die ganze Bandbreite verwendet wird, sondern Ah, so oft, okay, ja. ich hab oft den Eindruck, der klassische Historiker ist ein Schriftquellenhistoriker, der manchmal so seine Scheuklappen rüber zur Archäologie hat und zur Kunstgeschichte. Und das ist so, Es ich habe gibt's oft aber. das Gefühl, dass es so in Kategorien gedacht wird. Das ist in der Architekturgeschichte jetzt auch nicht anders. Also in dem Bereich jetzt Architekturgeschichte, Baugeschichte tummeln sich auch Kunsthistoriker und Architekten von der Ausbildung her und vielleicht auch noch Archäologen teilweise. Und die sind schon teilweise sehr auf ihre Disziplin pochend und grenzen sich auch ab. Ich habe persönlich für mich einfach festgestellt, es ist einfach sehr wichtig, dass man alles betrachtet, also dass man alle Werkzeuge, die man zur Verfügung hat, dass man die auch einsetzt. Und das ist eigentlich, Vielleicht, dass man. weil wir beide diesen Hintergrund als historische Darsteller haben und Kann es uns sein, ist so. dass das daher Es ist kommt. ja Das da, stimmt, ja. da Das wir ist. etwas nachstellen wollen, da wir eine Darstellung haben wollen mit Kleidung und allem Möglichen, sind wir darauf angewiesen, aus allem zu ziehen. Vielleicht ist das tatsächlich die Gemeinsamkeit, dass wir beide diese Überzeugung haben. Kann sein, ja. Und ich hatte natürlich in meiner Dissertation, habe ich über einen Werkmeister, eine Werkmeisterbiografie gemacht, über Hans Niesenberger von Graz, der auch am Freiburger Münster 20 Jahre Baumeister war. Und das war sehr interessant, weil der war einfach so viel in Gerichtsstreitigkeiten verwickelt. Also der war ein sehr streitbarer Charakter und dann war ich einfach gezwungen, mich auch mit diesen Schriftquellen auseinanderzusetzen. Und ich habe auch meinen Doktorvater damals gefragt, gibt es da was, wo ich nachlesen kann? Wie kann ich mich in diese Schriftquellen reinlesen? Und er hat gemeint, ich soll einfach eine Woche jeden Tag ins Archiv mir dieselbe Urkunde vorlegen lassen und irgendwann mal werde ich sie lesen können. Das war seine Technik. Ich muss aber sagen, ich gebe das auch so weiter, weil es hat funktioniert. Also ich habe es ein bisschen anders gemacht. Heutzutage darf man die ja auch in den meisten Archiven netterweise abfotografieren. Das heißt, ich habe sie abfotografiert, habe sie mir zu Hause ausgedruckt und habe dann wirklich dann angefangen, die Wörter, die ich lesen konnte, drüber zu schreiben und Hart. konnte dann nach und nach das zusammenpuzzeln. Und je mehr man dann reinkommt in diese Schrift, umso besser kann man das auch lesen und es ist kein Problem, dann irgendwie das zu lesen. Und die enthalten natürlich, da ist mir dann einfach aufgefallen, was da für interessante Sachen auch zum Bau und zur Organisation da drin enthalten sind und dass das eigentlich ganz wichtige Quellen sind, die man da auch betrachten muss, ja. Aber lass uns nochmal generell zum Überblick über Bauen im Mittelalter gehen, denn das ist ja so, wir haben ja oft so die Idee, dass das Römische Reich geht unter, zack, Bumm, Katastrophe, der ganze Marmor ist weg und dann ist 800 Jahre Stillstand. Und gerade Architektur ist ja das perfekte Gegenbeispiel, weil wir da Kontinuitäten haben und vor allen Dingen auch sehr, sehr schnell Fortschritte. Also so die. In Anführungszeichen, im deutschsprachigen Bereich, die Baukunst, da ist immer so die Königshalle in Lorsch ein frühes Beispiel. Und es ist auch repräsentativ, dass die ersten oder die frühen Großbauten oft Klosterbauten sind. Wir haben den St. Gallener Klosterplan, wir haben die Klöster, die hier gebaut werden, wie Lorsch zum Beispiel. Und da haben wir eben die Mönche, die das selber bauen. Aber schon im Frühmittelalter endet das. Die Mönche ziehen sich im Prinzip aus der Bautätigkeit zurück, übertragen es an. Und wir hatten es gerade im Vorgespräch, dann kommen die berühmten Comacchini. Ja. Wohl Bauleute aus dem Bereich Comer See, die dann so den Archetyp für die mittelalterlichen Bauleute darstellen, indem wir nämlich eine Reisebautätigkeit haben.
Richtig? Ja, es gibt dann, ja, es gibt in der Zeit dann einfach wirklich diese Bautrupps. Das heißt, es gibt umherziehende Trupps von Steinmetzen, die dann eben da an verschiedenen Stellen fertig angestellt werden, die da wirklich von einem Bau zum anderen ziehen und da eben als Trupp tätig werden. Ich vermute, also ich würde jetzt sagen, die Architektur ist eigentlich von eigentlich in sich so eine Wanderarchitektur. Also die Wandern im Bauen gab es eigentlich schon immer. Also das ist schon sowas, was da typisch ist. Es gab natürlich immer auch diese lokalen Handwerker, die lokal gebaut haben, aber es gab immer schon dieses, ein Bauwerk ist fertig, also muss das nächste gebaut werden. Also wandert mal weiter und sucht den nächsten Auftrag. Das heißt, es ist eigentlich schon im Bauen implizit die Wanderung drin. Und das Spannende ist aber, dass man im Frühmittelalter, in der Romanik, dann wirklich diese Trupps hat von Leuten, die umherziehen, wo man dann eben das feststellen kann. Und aber auch das Spezialwissen schon angefragt wird. Das heißt, es geht dann eben gerade zum Beispiel, wenn es um Glas geht, Verglasung, dann wird dann auch von England aus, gibt es dann Anfragen nach Italien, wo dann geschaut wird, dort irgendwie dann an gute Glaser zu kommen oder so. Also das geht über Europa hinaus. Und da spielt natürlich auch dieses Netzwerk der Klöster und der Kirche auch eine große Rolle. Das heißt, die sind eigentlich da über weite Distanzen vernetzt und können dann eben auch sich gute Handwerker gegenseitig empfehlen. Und das ist daher auch ein ganz wichtiger Punkt, Und ich ja. glaube, im Steinbau, gerade im Bau mit Steinen, empfiehlt sich auch diese Wandertätigkeit, denn wir haben ja nicht nur Klöster und Kathedralen, wir haben ja auch Burgen. Das ist ein Ja. ganz verbreiteter Irrtum, dass Burgen im Prinzip von den hörigen Bauern gebaut werden mussten. Das wäre ja absurd, die müssen ja Nahrungsmittel ranschaffen. Also wir haben ja da bei Burgen schon sehr früh auch die durch Quittung, das sind auch Profi-Handwerker. Ja. Und es sind vermutlich ähnliche, nur wenn die Burg halt gebaut ist, dann ist da halt Es für sie sind nichts mehr zu teilweise auch bauen. dieselben. Es sind Ja. teilweise auch dieselben. Also es ist wirklich mal, wir haben also bei Werkmeisterbiografien, also den Steinmetzmeistern, die solche Architekturen umsetzen, entwerfen, also den heutigen Architekten in der Form eigentlich. Bei diesen Werkmeisterbiografien haben wir auch welche, bei Landesherren angestellt sind und dann natürlich im Burgenbau sehr stark tätig sind, die aber auch im Kirchenbau tätig sind oder die dann wechseln zwischendrin. Also da gibt es schon auch so, das sind Oder? eigentlich dieselben Personen, die dann eben da tätig sind und auch bei den Steinmetzen. Die ziehen, das ist das Spannende, was man aus den Quellen rauslesen kann, die ziehen eigentlich immer dahin, wo sie eine gute Entlohnung oder gute Zusatzleistungen Ach bekommen. was. Also das ist natürlich das Essen, das dabei ist und ob da Fleisch dabei ist oder nicht und wie viel Bier sie bekommen und wie viel Wein sie bekommen. Und also das sind solche Kriterien, wo dann, oder ob sie eben das Schön. Bad bezahlt bekommen. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr so ein Benefit, wie heute vielleicht Hansefit oder Toprak ist damals, das Bad, dass man eben bezahlt Ja. bekommt, dass man ins Bad gehen darf. Das sind solche Dinge, wo man dann sieht, dass sie da hinziehen. Und in Ulm gibt es einen ganz witzigen Fall, weil ich habe mich immer gewundert, dass im Winter da diese Zahl der Steinmetze so wahnsinnig ansteigt. Und da ist mir aufgefallen, ah ja, deswegen dem Weihnachtsgeld. Da haben sie irgendwie so einen Pfennig zusätzlich ausgezahlt bekommen als Weihnachtsgeld. Und dann plötzlich von Großartig. einer Woche dann in dieser Woche, in der diese Auszahlung stattfindet, schnellt dann die Zahl auf über 30 Steinmetze, die da anstehen und dieses Weihnachtsgeld haben wollen. Und das schaffen sie dann auch ab nach ein paar Große, Jahren. Also das große hat einen Klasse. zu großen Erfolg. Es kommen zu viele Leute und wollen das haben, ja. Ich glaube, in Ulm war es sogar so, dass der Werkmeister der das Munst in Ulm beaufsichtigt, gleichzeitig auch noch andere Kirchenbauten beaufsichtigt. Das war nicht nur in Ulm so. Ja, aber Das da war habe ich ein eigentlich, Beispiel, das das ich ist kenne. das ist im Spätmittelalter, also bei Hans Niesenberger, den ich ja untersucht habe, dieser Baumeister aus Graz, interessanterweise, der am Oberrhein tätig wird, der hat währenddessen er in Freiburg diese Stelle, also er ist zuerst in Ravensburg nachweisbar, da ist er Klosterbaumeister im Kloster Weisenau. Dann nimmt er von Ravensburg aus die Stelle in Freiburg an und lässt sich das Geld also das Fahrtgeld quasi, diese Reisekosten zwischen Freiburg und Ravensburg bezahlen. Das heißt, er wohnt noch in Ravensburg, hat aber diese Betreuung von dem großen Bauwerk in Freiburg unter sich. Irgendwann mal zieht er um, weil er die Steuerfreiheit zugesichert bekommt in Freiburg und da eben mit solchen Benefits gelockt wird, dass er dann in die Stadt zieht.
Aber er hat dann außerhalb, hat er mehrere Bauten, Breisach, in Emmendingen baut er in der Kirche, dann nimmt er Straßburg an, die Werkmeisterstelle in Straßburg, und von Straßburg nimmt er dann die Dombaumeisterstelle in Mailand an. In Mailand lässt er sich im Vertrag zusichern, dass er 6 Wochen bezahlten Urlaub bekommt, indem er dann seine Baustellen am Oberrhein betreuen kann. Das Ganze geht aber grandios schief und er wird nach einer nach der anderen Baustelle entlassen. Aber dass er das sich überhaupt zutraut, also das über diese Distanzen verschiedene Baustellen zu betreuen, das ist schon wirklich verrückt. Und das ist aber, er ist ein Paradebeispiel für so einen Werkmeister, aber es gibt eben noch mehr. Und also Ulm und Mailand gibt es auch, also mit Ulrich von Ensingen, der da auch, der allerdings nur ein Jahr in Mailand bleibt, Niesenberger ist 3 Jahre geblieben. Das sind schon interessante Konstellationen, die man da hat, wo man irgendwie ja, diese. Zeigt aber auch den Ruf dieser Werkmeister, dass die so begehrt sind, dass man Ja. sich da gegenseitig abwirbt und Abwirbt sowas. und Also. dann eben in den Verträgen dann auch wirklich reingeschrieben wird, sie müssen eigentlich nur noch an diesem Bau sein. Also das kommt dann tatsächlich auch bei Matthäus Ensinger, der in Ulm Werkmeister war, Mitte des 15. Jahrhunderts, der hat eben auch, war auch kurzzeitig da in Verhandlungen mit Straßburg, also wollte Ulm und Straßburg gleichzeitig machen. Und das ist aber tatsächlich, die Straßburger haben ihm zur Bedingung gestellt, dass er nur am Straßburger Münster tätig sein darf und keine anderen Bauten annehmen darf. Und das war für ihn der Grund, diese Stelle auszuschlagen und es nicht zu machen. Also der Aber sehr Brief hat sich vernünftig, erhalten sehr dazu. Das ist, vernünftig. ja, gut. Er wollte natürlich noch an mehr Bauwerken tätig sein als nur an einem. Das ist Ja, ja, irgendwie ja. verständlich. Aber es ist spannend, weil tatsächlich wir haben in dieser Zeit, es bildet sich erst im 15. Jahrhundert langsam so Kriterien heraus für die Ausbildung. Das ist eben auch ganz spannend. Das heißt, wir haben eigentlich so eine Ausbildung Meister-Gesellen Beziehung, dass eben der Meister bildet dann eben seine Leute aus. Und es steht aber dem Meister frei, wie er ausbildet und in was für Sachen er ausbildet. Und dann erst im 15. Jahrhundert wird dann langsam festgeschrieben in den Ordnungen, auf den städtischen Ordnungen von Stadt zu Stadt verschieden, dass man eben auch diese Meisterqualifikation nachweisen muss. Und dass man dann eben ein Meisterstück abliefern muss. Das kann eben auch ein Kleinbauwerk sein, das kann eben Teil eines Bauwerks sein, es kann ein Modell sein, es können Pläne sein. Da gibt es eben unterschiedliche Arten der Qualifikation, die dann eben überprüft wird von anderen Meistern. Aber eigentlich ist es vorher so, Meister ist man, wenn man von den anderen Meistern als Meister anerkannt ist. Und das ist tatsächlich so ein Punkt, wo dann natürlich diese Frage, wenn sich dann jemand an einem Bauwerk bewährt hat und man weiß, der ist gut, oder er ist ein Sohn von einem berühmten Meister, der sich bewährt hat und man weiß, der wird seinen Sohn schon auch sein Wissen weitergegeben haben. Die haben einen Vorteil. Und da merkt man eben, hat man auch diese Dynastien, wo dann eben verschiedene Werkmeisterdynastien, die dann sich da durchsetzen. Ja. Du bist jetzt völlig über den Punkt drüber galoppiert und bist schon im Ja. nächsten, aber das machen wir machen einfach direkt weiter. Das ist super, denn du hast jetzt eben Meister und die ganze Organisation. Man muss aber bedenken, wir reden hier eben nicht von Zünften. Da wir ein Reisehandwerk haben, sind wir auch völlig abseits der sozialen Gruppe Stadt, der Bürgerschaft, der Jein. Zünfte. Ja, ich weiß, jein. Aber letztlich ist das alles nichts, was in diese normale Zunftverfassung, wie wir sie kennen, hineinpasst. Wie haben die das gelöst? Wie haben diese Steinmetze sich organisiert? Oder diese Also, Werksmeister? ja, also es gab tatsächlich immer schon, also es sind früh nachgewiesen Sonderregeln für fremde Handwerker in den Städten, die an städtischen Bauten tätig sind oder die an solchen großen Bauwerken tätig sind. Da gab es dann schon Sonderregeln, weil man natürlich die besten Leute haben wollte. Und da hat man dann auch schon, die haben auch schon so Sonderregeln bekommen, wie eben, dass sie von der Steuer befreit waren, dass sie kein Bürgergeld zahlen mussten, dass sie irgendwie nicht in die Zunft eintreten mussten. Also das waren schon so, da gab es schon oder bestimmte Fristen. Also bei den wandernden Handwerkern, Steinmetzen, waren es oft so eine 2-Wochen-Frist. 2 Wochen dürfen sie in der Stadt arbeiten, ohne dass sie dann in der Zunft eintreten müssen, aber dann müssen sie eintreten. Im Steinmetzhandwerk gibt es einen ganz interessanten Fall. Mitte des 15. Jahrhunderts, 1459 in Regensburg, wird eine Steinmetzbruderschaft gegründet, die überregional handelt. Also Straßburg wurde als die oberste Hütte bestimmt, die dann eben in diesem Bereich tatsächlich die
oberste Hütte war, aber es wurden auch andere Haupthütten bestimmt, Köln, Bern und Wien, die dann für diese Regionen zuständig waren. Und es sollte in allen deutschen Landen gelten, also im ganzen deutschsprachigen Raum, diese Regeln. Und da wurden eben Ordnungen aufgesetzt im Bauhandwerk, aber es war eben auch eine Bruderschaft. Das heißt, es geht auch um so eine, es hat auch die moralische Komponente, die dabei ist, also Unterstützung im Krankheitsfall war dabei. Seelmessen sind dabei und solche Dinge. Das ist schon sehr, sehr interessant, dass die sich da eben diese überregionale Ordnung geben, die nicht nur in einer Stadt gilt, sondern die eben überregional gilt. Aber bis die sich durchsetzt, dauert es auch relativ lang. Also die bekommt dann eben 1498 die kaiserliche Bestätigung. Und dann gibt es im 16. Jahrhundert nochmal den Annaberger Hüttenstreit. Das heißt, da ist wirklich, da ist, das dauert, bis sich das durchsetzt. Und die Städte wollen natürlich schon auch immer noch mitreden. Und das ist ganz interessant. Aber sie setzen immer mehr Freiheiten durch. Und es wird auch in den Quellen, heißt es, die Freiheit der Hütten. Das heißt, es gibt eben diesen Sonderstatus für die Handwerker, die an diesen Bauhütten, dieser Großkirchenbauwerke tätig sind. Und da gibt es aber auch immer wieder Streit mit den städtischen Handwerkern. Also da gibt es einen Konkurrenzdruck. Also in Konstanz ist es schön belegt, dass die dann eben, dass sie dann nicht mehr in der Stadt tätig werden dürfen. Weil natürlich diese Bauhütten mit ihrer Erfahrung und mit ihren guten Leuten, die haben dann natürlich auch in der Region Bauwerke angenommen, was wir eben gerade gesagt haben. Und das war etwas, was den städtischen Handwerkern auch, was dann Konkurrenzdruck aufgebaut hat, den die nicht wollten. Also da gibt es echt einige, ja. Aber so dem Gedanken nach haben wir im Prinzip ein Nebeneinander von den städtischen zünftigen Steinmetzen und den Bauhüttensteinmetzen. Und jetzt im Idealfall ist es so, der Bauhüttensteinmetz, der darf die Arbeiten am Münster machen, während wenn ich eine neue Fensterleibung aus Stein haben möchte, dann gehe ich zum zünftigen Handwerker und gebe dem den Auftrag. Im Idealfall. Im Idealfall. Ja, dass es Im nicht so war, Idealfall, sehen wir der eben. eben nicht, Ja, genau, eben genau. nicht unbedingt so praktiziert wurde, ja. Ich weiß ja, so generell, Beispiel, das ich jetzt gerade letztens hatte, war eben Veitsstoß aus Nürnberg, aber das ist ja nochmal ein anderes Ding, weil die hatten ja keine Zünfte, die sind ja nochmal anders aufgestellt. Ja. Aber gab es auch eine Abwerbung, dass eben versucht wurde, so Leute auch als Stadtbaumeister oder sowas, gibt ja auch den Begriff, Ja, das zu gibt es auch. Es binden? gab parallel auch die Stadtbaumeister, oft Maurer. Das ist eben auch interessant. Es gab eben die Stadtbaumeister, es gab die Werkmeister. Und was auch interessant ist, die haben auch zusammengearbeitet in Gerichtsstreitigkeiten in Bausachen. Es gibt ganz viele Urkunden, die noch erhalten sind mit Gerichtsstreitigkeiten im Bauwesen. Ich habe gedacht, es ist irgendwie was typisch Deutsches oder so. Es gibt immer diese Nachbarschaftsstreitigkeiten. Die Mauer zwischen den beiden Grundstücken ist nicht hoch genug. Der kann mir rüberschauen, der kann irgendwas aus dem Fenster in meinen Garten, in meinen Hof schütten, das möchte ich nicht. Es dringt Wasser durch den Keller, Nachbarkeller in den anderen Keller ein und so. Da musste dann eben der Werkmeister und der städtische Meister, der Stadtbaumeister, die haben dann zusammen da auch begutachtet und Urteil Also gesprochen. Sachverständige. Das Sachverständigen, genau. Das gab es definitiv. Und Abwerben, also die unterschiedlichen Städte haben untereinander sich schon die Werkmeister abgeworben teilweise. Das ist schon so. Und aber es war oft in den Verträgen von den Werkmeistern dann drin, dass sie eben keinen anderen Bau annehmen dürfen ohne Wissen der Pfleger. Da sind wir bei einem Begriff, den wir noch nicht erklärt haben. Aber die Baupfleger, das sind eigentlich die Bauherrenvertreter, an vielen dieser Bauwerke aus der Stadt, aus dem städtischen Rat, dass man einfach dann diese Ratsvertreter hat. Und die haben eben auch die Einstellungen gemacht, die Verträge gemacht, und daher mussten die dann informiert werden. Und wenn die ihr Okay gegeben haben, dann durfte er, manchmal musste er sogar auch das Okay einholen, um die Stadt zu verlassen. Ja. Also die waren dann tatsächlich, also diese, da war dann schon von dem Arbeitgeber dieses Verhältnis so, dass sie da sich erst das Okay einholen mussten, eigentlich, ja. Ja, Pfleger ist ein Begriff, den wir oft sehen. Das hatten wir jetzt gerade mit der Zwölf-Brüder-Stiftung. Die hatte auch einen Pfleger, der eingesetzt war. Ja. Städtische Stiftungen hatten Pfleger und so weiter. Teilweise hatten auch Kirchengebäude in der Stadt gehört haben Pfleger. Aber das ist genau dann der nächste sehr schöne Punkt. Wer waren die Bauherren dieser großen Münster und Kathedralen? Weil jetzt mal so. Die platte Idee, die ich immer noch ab und zu mitbekomme, ja, die mächtige, die allmächtige Kirche, die baut sich irgendwo einen tollen Prachtbau und nimmt jetzt ihre Millionen aus den Ablassverkäufen und lässt jetzt da eine Kathedrale hochziehen. Und so war es halt eben nicht. So war es eigentlich nicht, nein. Also interessanterweise sind oft auch die Bischofskirchen gar nicht so prächtig wie diese Bürgerkirchen. Das ist auch nochmal ein anderer Punkt. Also das ist schon interessant, dass da dann, es ist eigentlich, kommt aus der
Stadtherrschaft. Also in Freiburg ist noch der spezielle Fall, dass am Anfang sind natürlich auch die Grafen von Freiburg sind da involviert. Die wollen da eben diesen Bau treiben, den voran. Es wird aber im 13. Jahrhundert stellen wir fest, dass ganz oft dann eben die Bürgerschaft sich ganz stark da involviert und es übernimmt, diese Baulast auch übernimmt. Und das ist in Freiburg so, das ist in Straßburg so, obwohl das eine Bischofskirche ist. Also diese Westfassade, die prächtige Westfassade vom Straßburger Münster, die ist ein Bürgerwerk. Also es sind tatsächlich die Bürger, die da diese Initiative und die da auch das Geld aufbringen, die viel stiften. Das Interessante ist, dass diese Finanzierung, wenn man darauf eingeht, wie sind die finanziert, die haben einen wahnsinnigen Grundbesitz gehabt. Das ist ja, Es ist ja. gab einfach, das ist ganz spannend, weil eben ganz viele Häuser wurden ihnen gestiftet, ganz viel Land wurde ihnen gestiftet an diesem Bau, an dieses Bauvorhaben. Die hatten eigene Landwirtschaften, die sie betrieben haben. Also das ist eben auch interessant. Es gab eine Landwirtschaft, es gab auch natürlich dann auch oft eine Bezahlung in Naturalien. Also in Ulm gibt es den lustigen Fall, dass der Zimmermann einmal im Jahr Käse bekommen hat. Aber es gab, war ganz oft, dass eben Korn und Wein ein Teil des Lohns war. Und es kommt natürlich aus dieser eigenen Landwirtschaft, die da auch betrieben wurde. Aber eben, was mich ganz gewundert hat, also wo ich wirklich das unheimlich spannend fand, aber aus diesen Zinsbüchern in Ulm, wo man auch schön dann diese einzelnen Stadtquartiere herausfinden kann, da ist in diesen Zinsbüchern ist so, da zieht dann der Bauschaffner, das ist wieder einer, der die Rechnungsführung macht, der eben diese Einnahmen einnimmt, von Haus zu Haus und nimmt die Zinsen ein, also quasi diesen Mietzins für die Häuser, die eben der Bauorganisation gehören. Und das ist eben auch eine ganz wichtige Einnahmequelle. Die hatten einfach auch einen großen Immobilienbesitz, das muss man auch sagen. Aber die Ablässe sind natürlich auch eine wichtige Finanzierungsgrundlage. Das ist durchaus so. Aber die Also eben die gar nicht zur Amtskirche kommen, sondern schon da am Zwischen. fließen dann in dieses Genau. Bauvorhaben, wobei es wird ja ein Teil geht auch nach Rom. Also Richtig. es wird auch der Petersdom damit auch finanziert. Also das ist ja. Im Prinzip aber so diese Ausstattung so eines Unternehmens mit Immobilien, mit Landwirtschaft und so ist ja eine Kontinuität des Mittelalters, weil so wurden ja die Klöster am Anfang schon ausgestattet. Wurden ja Ja. schon seit den ersten Klöstern war es so, dass man einen Teil seines Erbes zum Beispiel dahin gibt, als Gegenleistung zum Beispiel zu Ewigmessen, die für die eigene Seele gelesen werden und so etwas. Und da haben wir eigentlich eine sehr starke Kontinuität von den Klöstern des Früh- und Hochmittelalters zu den städtischen Großkirchen des Spätmittelalters. Wobei, was ich da ganz spannend fand, in Ulm gab es einen Fall mit einer Stiftung für ein Fenster. Das ist natürlich auch ein ganz, also diese, es gab natürlich auch von den Familien dann diese Stiftungen von Fenstern oder auch von Pfeilern in der Kirche. Es gab dann unterschiedliche Arten, auch sich da einzubringen oder ein Ölberg zu stiften, ein Sakramentshaus zu stiften. Da gab es einen Fall, den ich ganz spannend fand, bei einer Stiftung, wo der Mann diese Stiftung gemacht hat, sein gesamtes Hab und Gut quasi da an diese Bauorganisation für das Fenster und für den Altar dazu geben. Und das Spannende ist, dass die Frau dagegen geklagt hat, die Ehefrau, weil sie nämlich tatsächlich nachdem der Mann vor ihr stirbt, dass sie dann plötzlich ohne dieses Hab und Gut dasteht, und hat aber sogar auch Recht bekommen. Das heißt erst, dass dann tatsächlich das erst nach ihrem Tod dann der Bauorganisation zugeht. Fand ich hochspannend eigentlich, diesen Fall auch Ist in diesem es. Rechtssystem Ist. des Mittelalters, ja. Ulm ist sowieso ein spannender Fall, weil in Ulm haben wir einen sehr schönen Grund für den Bau des Münsters, denn die Vorgängerkirche, die Pfarrkirche der Stadt Ulm, lag nicht in Ulm, die lag auf dem anderen Ufer der Donau, wenn ich es richtig im In den Kopf habe. Fels, ja. Ja, genau. Nein, nein, nicht auf der anderen Seite der Donau, als dort, wo jetzt der alte Friedhof ist, Ja. war aber außerhalb der Stadtmauern. Genau, und das wollten die Ulmer so nicht haben, weil die waren im Prinzip nicht unter ihrer Kontrolle. Ja, es war das Problem, dass es natürlich auch Kirchen in der Stadt gab, Ja. Klosterkirchen in der Ja. Stadt. Und dass dann eben die Bürger sonntags, machen sie dann den großen Spaziergang aus der Stadt raus oder gehen sie nicht einfach in eine Kirche, die in der Stadt ist? Und geben sie dann ihr Geld an die Pfarrkirche, die da irgendwie außerhalb ist, oder geben sie es nicht eher an so eine Kirche, die dann in der Stadt ist, die sie dann da immer besuchen und die irgendwie näher liegt? War sicherlich ein Grund. Dann gab es eben auch eine Belagerung, kurz bevor sie es, denn das ist dann natürlich, dann ist das Blöd. schwierig, kommt man nicht unbedingt in die Sonntagsmesse da außerhalb der Stadt. Und da kam dann eben, das sind diese Gründe zusammengekommen, dass man die Kirche aber in die Stadt verlegt hat. Also das ist auch ganz spannend.
und da auch ein Quartier freigeräumt hat für diese Kirche dieser Größe. Das ist ja auch nochmal ganz spannend. Also es war ja bebaut alles und es einfach da dieses Großprojekt dann da durchzusetzen, das ist schon hochinteressant. Ja, ja, aber auch überhaupt die Kontrolle der Kirchen. Also in Frankfurt am Main ist zum Beispiel so die erste wirkliche Urkunde, die eine Bürgerschaft, die sie selbst verwaltet, darstellt. Da geht es genau um eine Erlaubnis, eine Kirche zu bauen, weil der Dom war leider unter Kontrolle des Erzbischofs von Mainz, also eines Auswärtigen. Mhm. Und dementsprechend war das ein schwieriger Punkt. Dann gibt es auch so Streitigkeiten, wem gehören die Glocken? Gehören sie der Stadt oder gehören sie der Kirche? Also so deswegen ist auch für eine Stadt, die sie selbst verwalten kann, eine eigene Hallenkirche, auf die sie direkten Zugriff haben, natürlich auch ein ganz wichtiges, ein wichtiges Werkzeug der Selbstständigkeit. Also das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig das für die Bürgerschaft an sich ist, zu sagen, das ist unsere. Ja, und gleichzeitig ist es ja schon auch so ein Konkurrenzdruck zwischen den Städten. Also das finde ich auch ganz spannend. Also es ist eindeutig im Spätmittelalter, dass die gerade über diese Höhe der Türme miteinander konkurrieren. Mhm. Und man hat aus Reiseberichten aus dem 15. Jahrhundert kann man auch rauslesen, dass das auch verglichen wurde. Also wir haben da so Vergleiche zwischen den Kirchen in Straßburg, in Ulm und in Wien oder so. Also da gibt es wirklich auch, das wurde wahrgenommen und wurde dann auch beschrieben als besonders groß, besonders prächtig, besonders kostend, hat viel Kosten gemacht, bestimmt. Also wird tatsächlich nach solchen Kriterien werden die dann schon auch bewertet und miteinander verglichen. Es ist ja dann auch auffällig, dass wir mehrere Fälle haben, wie zum Beispiel der Stephansdom in Wien oder das Münster in Straßburg, bei denen dann ein Turm fertig gebaut ist und der zweite halt nicht. Ja, aber das kommt dann ins 16. Jahrhundert rein. Ja, und im 16. Jahrhundert beginnt das Stoppen von diesen Bauwerken. Es kommt schon. Kann schon sein, also ich denke, dass das Ablasswesen möglicherweise schon auch eine Rolle damit spielt, dass es dann einfach, dass es einbricht, dass die Finanzierung einbricht. Gleichzeitig ist natürlich auch eine Umbruchzeit, in der sich sehr viel verändert. Also auch in den Städten, in denen jetzt nicht die Reformation sich durchsetzt, ist es trotzdem eine große Umbruchzeit und es verlagern sich die Bautätigkeiten. Also es geht dann eben mehr in Richtung Festungsbau, wird investiert. Es kommt dann aber auch der Adel, der dann anfängt, sich da repräsentative Schlösser zu bauen und das verlagert sich einfach von diesen großen Kirchenbauwerken weg. Aber auch die ökonomischen Umstände verlagern sich natürlich, weil auch der Reichtum der Städte ja auch teilweise in vielen Städten zumindest anderer ist. Wir hatten gerade bei der Hanse, dass in ganz vielen Regionen auch schlicht und ergreifend die Territorialfürsten sich die Städte wieder untertan machen, diese Selbstständigkeit oft wieder aufhört. Und dann ist es halt, ja, dann ist da halt der Territorialfürst und sagt, ja, das ist halt die alte Der hat andere Baustelle. Bauwerke, die und vor allem, das, machen möchte. Ja. Das ist halt jetzt gotisch und wir leben ja längst nicht mehr in der Gotik, sondern wir leben ja jetzt erst kurz Renaissance bei uns und dann kommt sehr schnell schon der Barock. Mhm. Und ja, warum sollte ein Fürst im 16. Jahrhundert noch eine gotische Kirche fertig bauen? Ja. Für was? Ja, wobei man ja sagen muss, die Gotik stirbt nie wirklich aus. Also das ist nämlich noch das Interessante. Der wichtigste Satz des ganzen Videos, den lasse ich mir auf T-Shirt drucken. Ja. Also das ist tatsächlich so. Also die gotische Architektur, die lebt weiter. Und wir haben ganz witzige Mischformen, wo dann eben gotisches Gewölbe, aber eine Renaissance-Fassade. Also es werden eben auch solche Dinge gemischt von dem Baustil her. Aber, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Hatte ich gerade ein schönes Beispiel in Italien, in Pienza, da haben wir ja genau das Beispiel, da hat sich Pius II. Einen Dom hinbauen lassen mit einer Fassade Renaissance und einem Chor, der gotisch ist. Und es ist nicht der alte Chor, der ist so geplant, ein gotischer Chor, weil der Chor hat gefälligst gotisch zu sein. Aber der war halt auch da viel unterwegs in Österreich und in den hat halt viele gotische Kirchen gesehen und hat das natürlich auch als besonders schön empfunden. Aber da habe ich innerlich gejubelt aber zu sehen, dass das ist, ja, verbunden es ist, war. Dass da eben es ist eigentlich nicht, genau, es ist eigentlich schon eine spannende Sache und es ist eigentlich diese Abwertung, die dann erfolgt über die Renaissance. Das setzt sich auch nicht so unbedingt komplett durch, das kann man eigentlich nicht so sagen. Ja, aber es ist so, dass sich schon die Bauaufgaben verlagern. Und was ich aber spannend finde, ist, dass an den Bauwerken, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, dass an den Bauwerken, die nicht fertig geworden sind,
da haben wir noch große Plansammlungen. Also man hat schon, also in Freiburg haben sich zwei Sakramentshausrisse erhalten. Das war's. Also das haben wir nichts anderes als zwei Zeichnungen von Sakramentshäusern. Von einer Plansammlung, die sicher mal 400 Zeichnungen hatte, davon kann man ausgehen, mindestens, hat sich verstreut oder ist zerstört worden. Und an anderen Bauwerken, die nicht fertig geworden sind, Straßburg, Ulm, Wien, haben wir große Bestände an mittelalterlichen Planzeichnungen und man hat gerade, also in Ulm fällt auf, man hat gerade die Turmzeichnungen aufgehoben. Man hat auch andere aufgehoben, aber man hat eben besonders Wert darauf gelegt, dass die Turmzeichnungen erhalten bleiben, weil man da immer wahrscheinlich schon im Hintergrund hatte, dass man das noch fertig bauen möchte. Also dass Was das irgendwie dieser Wunsch durchaus noch Bestand hat. ja dann lustigerweise im 1900 Was dann passiert ist, in gemacht wurde, Frankfurt, in Köln, in Ulm, ja. wo überall noch Originalplänen fertig gebaut wurde. Genau, ja. Frankfurt hat ja auch die Stimmt, da Kirchturmspitze. hat es auch die Planzeichnungen, die sich noch erhalten haben von Frankfurt. Ja, das Und stimmt. da wurde dann die Notlösung abgeschafft und die eigentlich ursprünglich geplante Turmspitze wurde draufgesetzt. Genau, ja. Also man hat dann wirklich, ja, das, und man hat sich auch an diesen Plänen orientiert. Das ist eben das Schöne. Also zeigt auch, dass diese Sache, sind diese Pläne wirklich baubar oder nicht? Oder was ist das eigentlich? Es sind Baupläne, maßstäbliche Baupläne. Also damit kann man wirklich bauen, was sie dann ja auch gemacht haben. Ja. Nochmal zur Organisation der Bauhütten und jetzt nicht das Überregional, das hatten wir ja schon, also dass sich da eine zunftartige Struktur überregional gebildet haben bei verschiedenen Hauptorten. Wie stellt man sich so eine Bauhütte jetzt vor Ort vor? Also eine Bauhütte vor Ort, die besteht eigentlich aus dem, also dem Meister, der da ist, also der Steinmetzmeister, der das Ganze leitet, der hat bei großen Kirchenbauten in der Regel einen Stellvertreter, den Palier sogenannten. Dieser Stellvertreter übernimmt eben in Abwesenheit die Arbeit des Werkmeisters, ist daher unheimlich wichtig, Ist das dieselbe? wird aber oft dann auch wirbt quasi dem Meister das Amt ab. Also in Abwesenheit kommt dann auch oft vor, dass der dann eingestellt wird. Ist der Palier Ja. verwandt mit dem Polier? Ja, wahrscheinlich. Ich vermute mal, dass es da draus kommt. Ja, also es ist eigentlich der, ja. Und dann gibt es eben eine Truppe an Steinmetzen und die Größe schwankt sehr stark. Das ist eben das Spannende. Also es ist schon so, dass das irgendwie eine Vorgabe gibt, gerade eben jetzt von diesen Pflegern, den städtischen Vertretern, die an ihrer Seite auch noch den Bauschaffner haben, der eben diese Finanzen und Finanzierung macht. Da ist tatsächlich dann schon, wird meistens so gesagt, eine bestimmte Größe sollte eingehalten werden, aber die Zahlen, das sehen wir aus den Rechnungsbüchern, die schwanken wahnsinnig. Also das, wie viele Leute von 3 auf 15 und so weiter. Also da ist immer ein Wechsel drin in der Mannschaft. Und teilweise, es hängt natürlich auch von der Zeit ab. Also was mich überrascht hat bei meiner Forschungstätigkeit, ist, dass ich festgestellt habe, in den 1430er Jahren wird wahnsinnig viel gewandert. Also da bleiben sehr, sehr viele Steinmetze nur 1 oder 2 Wochen. Es gibt eben diesen Kern an Mannschaft von Steinmetzen, die da arbeiten, und es gibt einen großen Anteil an Wandergesellen. Und das ist sehr spannend, weil das natürlich für die Organisation eine große Herausforderung ist für diese Steinmetzmeister. Also das ist natürlich, hat dann sehr viel mit Planung und Vorplanung zu tun, dass man irgendwie das hinbekommt, diese vielen Kräfte, die da kommen und nur kurz bleiben, ein Werkstück machen und dann wieder weiter wandern, das Ganze zu organisieren. Dann ist bei dieser Bauhütte meistens noch ein Schmied. Den braucht es natürlich auch, also nicht unbedingt für diese großen Eisenstangen, die da natürlich eingearbeitet sind. Da gibt es die Theorie oder die Frage, ich habe dazu wirklich nichts gefunden, aber es gibt die Theorie, dass die wahrscheinlich von Spezialschmieden hergestellt werden mussten, weil man einfach dann, wenn man so 4 Meter lange Eisenstangen hat oder so, das ist schon ein Spezialwissen, was da gebraucht wird. Aber das ist nicht belegt, da gibt es eben Überlegungen dazu. Aber der Schmied war natürlich unheimlich wichtig für die Werkzeuge, allein die instand zu halten und die zu schmieden. Also wir haben auch in Freiburg immer noch eine kleine Schmiede, weil das ist notwendig. Und dann gibt es den Zimmermann. Der ist auch wichtig. Der hat manchmal noch zwei Gesellen oder so, aber er ist einfach, oder manchmal ist nur eine Person. Aber der Zimmermann auch für die ganzen Hebeanlagen, den Gerüstbau, die Lehrgerüste bei den Gewölben und so, der ist einfach auch eine ganz, ganz wichtige Person, der Sind da das auch ist. Wanderarbeiter? Nein, also beim Zimmermann wüsste ich jetzt nicht. Nein, der ist eigentlich normalerweise fest angestellt. Und dann gibt es natürlich einen ganzen Trupp an Leuten, die dann nach Bedarf hinzugezogen werden. Das hatten wir Also ja das ist eben dieser Punkt, der dann, ja. letzte Woche bei der Zwölf-Bruder-Stiftung, da gab es dann die Tagelöhner, die als Mörtelrührer eingesetzt wurden, zum Beispiel.
gab es eine schöne Abbildung mehrfach. Also da sind wir jetzt bei, da sind wir eben bei der Tagelöhnerschicht, die ja eigentlich zur Verfügung steht, wenn sie gebraucht wird. Ja, aber das ist eigentlich, ich meinte jetzt sogar andere Sachen. Ich meine zum Beispiel die Glaser, die dann irgendwie da eingesetzt werden, oder der Maler, der irgendwie dann die Sachen fasst. Weil die Kirchen waren ja auch bunt, das ist auch wieder so ein Missverständnis, aber dass die Kirchen waren natürlich bunt angemalt. Und wir haben dann natürlich immer auch der Seiler zum Beispiel, in Ulm ganz interessant, eine Seilerin, die da bezahlt wird. Dann haben wir eben auch, ja, da gibt es die Wagner, der Wagner, der Sattler und so weiter. Also da gibt es verschiedene Gewerke, die da eben auch gebraucht werden und die dann auch hinzugezogen werden, wenn Bedarf ist. Manche, also was ich auch spannend finde, es gibt natürlich auch dann die zweite Bauhütte quasi im Steinbruch. Es gibt da gibt es auch den Steinbrechermeister, der da ist, Steinmetzmeister. Es gibt Steinmetze im Steinbruch, die da auch Vorarbeiten machen, die schon Vorfertigung machen. Da gibt es auch einen Schmied. Den braucht es natürlich auch für die Werkzeuge wieder, ist irgendwie klar. Das ist also auch eine Schmiede vorhanden. Und da, es gibt eben diese es ist eine große, große Organisation aus unterschiedlichen Gewerken, die da zusammen. Aber der Kern dieser Bauhütte sind eigentlich wirklich diese Steinmetzmannschaft, die vor Ort arbeitet. Ja. Du hast mir auch ein Bild gezeigt, das ist auch sehr schön illustriert. Alleine hier für Ulm die Steingruben, die verwendet werden als Einzugsgebiet. Ja. Hier ist jetzt Grube, ich habe nochmal ein Detail davon, da hat man einen etwas kleineren Ausschnitt. Da sieht man hier schon, es geht bis Stuttgart hoch und wie viele verschiedene Bergwerke oder Tagebau wir Steingruben, brauchen. Steingruben, genau, ja. Es war unheimlich spannend. Bei Ulm ist es ein bisschen sogar ein Sonderfall. Also oft hat man natürlich die Steingrube genommen, die am nächsten liegt. In Freiburg sind es die in den Emmendinger Vorbergen. Das ist auch schon 20 Kilometer weg. Also ist auch schon ein Stück irgendwie. Aber in Ulm haben sie aus bis zu 160 Kilometern Entfernung die Steine hergeholt. Das ist schon hochspannend. Und haben teilweise über die Iller geflößt. Das ist eben auch interessant, dass da die Steine geflößt wurden. Und da dieses Bild unten bei Dietenheim, das habe ich zur Illustration gezeichnet, weil da nämlich die Steine mal vom Floß gefallen sind. Und dann wurden Knechte runter nach Dietenheim geschickt, um da die Steine wieder aus dem Wasser zu holen. Das ist eine Zeichnung von mir. Das ist keine echte, aber das ist einfach zur Illustration. Und das Spannende ist, man braucht natürlich das Bauholz und dann hat man die Flöße und man braucht die Steine und kann das dann eben alles in einem dahin liefern. Und das ist hochinteressant. Und wir haben da die ganzen Abrechnungen, wie viel die Wegstrecke kostet, wie viel die Steine kosten, wie viel das Brechen kostet. Und man sieht aber, dass die Meister unterschiedliche Steingruben verwenden. Das ist eben auch interessant. Also der Meister ist eigentlich der, der das Material auswählt. Also der Steinmetzmeister, das ist eigentlich auch belegt, dass es so der erste Gang ist, wenn er eine Bauhütte übernimmt, dass er dann eben die Steinbrüche sich anschaut, die Steinqualität anschaut und bestimmt, woher die Steine kommen. In Ulm sind aber auch Verbindungen festzustellen, so auf Personenebene. Das heißt, irgendwie ein Bruder von einem Kanzleischreiber, der ist involviert in den Steinhandel da aus Isny in der Gegend. Das heißt, da gibt es dann natürlich auch diese Beziehung von der städtischen Ebene zu irgendwelchen Steingruben. Und gleichzeitig ist natürlich auch diese Sache, befindet sich auf Ulmer Territorium. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der natürlich dann für den Transport auch wichtig ist. Aber in diesen Stein, da auch aufgrund dieser Distanz, wurde da massiv vorgefertigt. Das heißt also, die Seitenschiffgewölbe in Ulm, die wurden im Steinbruch vorgefertigt und angeliefert. Die Seitenschiffmaßwerke von Ulm wurden in den Steinbrüchen angefertigt und vorgefertigt und angeliefert. Natürlich, was man da an Material einsparen kann für den Transport, das ist unheimlich wichtig. Und das ist natürlich auch eine Methode, die da hilft. Ja. Deshalb ist auch im Steinbruch, was man auch oft hört, dass da dass da Leute eingesetzt wurden, die da so wie Sklaven, weiß man, aus Rom irgendwie, da die Steine brechen. Das ist in der Gotik sicher nicht so. Da sind dann auch die Steinmetze, die dann auch die Fachkräfte, die da sind und da auch arbeiten. Ja, ja, vor allem, weil sie eben auch sich eine zunftartige Organisation aufgebaut haben. Das zeigt ja auch wieder, dass man ja auch mächtig genug gewesen wäre, sich gegen solche Dinge wehren zu können. Ja, genau, ja. Kommen wir nochmal so zum Abschluss zu deinem Spezialgebiet, nämlich der Transfer, der Wissenstransfer. Weil wir haben ja jetzt mitbekommen, dass die viel wandern. Aber wenn wir uns die Quellen anschauen, wir haben natürlich, also das ist zumindest mein Eindruck, ich habe mich da natürlich nur am Rande beschäftigt, wir haben so lange Zeit bis ins Spätmittelalter hinein sehr wenig konkrete Quellen, wie das Ganze gebaut wurde, wie geplant wurde. Wir haben Rechnungen und so etwas, also aus
Zweitquellen können wir uns das ganz gut verschaffen, aber vom Humanismus geht niemand hin und schreibt auf, wie wird sowas eigentlich gemacht. Ja, das stimmt. Ja. Aber wir haben natürlich eben diese Verträge und wir haben auch Verträge, wo man dann eben, wo recht genaue Angaben gemacht sind. Wir haben aber eben auch die Zeichnung, die Architekturzeichnung, und die ist eine ganz, ganz wichtige Quelle, wo man eben sehen kann, dass da eben in dem das Große vorgeplant wurde, allerdings eben so in Abschnitten. Das ist auch das Interessante. Es gibt ja auch manchmal die Überlegung, haben sie dann die ganze Kirche gezeichnet, aber nein, es war dann der Chor oder eben das Schiff oder eben der Turm. In Grundrissansicht Schnitten, die haben wir da eben als Zeichnung. Und aus dieser Zeichnung, Plänen, wurden dann die 1:1-Schablonen gemacht, wurde dann aufgerissen und da haben sich auch Reißböden erhalten, zum Beispiel in Clermont-Ferrand auf dem Umgang von der Kirche. Gibt es eine Ritzzeichnung oder in Aachen gibt es auch noch so Ritzzeichnungen, wo man irgendwie dann eben diese 1:1 die Form vorgerissen hat auf dem Reißboden. Da kommt das Wort Grundriss? Daher kommt das Wort Grundriss, genau, daher kommt das Wort Aufriss. Genau. Und der Bauriss eigentlich, den wir dann, genau, es kommt von diesem Aufreißen der Zeichnung. Und dann wurden Schablonen hergestellt und die Steinmetzer haben mit diesen Schablonen gearbeitet und haben da die Formen rausgearbeitet. Und im Prinzip ist es heute auch nicht anders. Mhm. Also die Schablonen werden gedruckt, die Zeichnungen werden am Computer gemacht, aber im Endeffekt ist es, die Arbeitsweise ist noch genau dieselbe. Und das ist schon interessant, ja. Ja, und die Werkzeuge, mit denen so ein Baumeister im Grunde gearbeitet hat, ist Lineal und Zirkel. Ja, als Ersatz, sind auch die Insignien, die bei diesen Werkmeisterdarstellungen in eigen, normalerweise hat er in der einen Hand das Lineal, in der anderen Hand hat er den Zirkel. Das sind so seine Arbeitsinsignien, denen er sich auch darstellt. Oder der Gegenstand, mit dem man beides ersetzen kann, was eben so das Symbol für die Geometrie an sich ist, ist das 13-Knoten-Seil. Mhm. Und das ist ja schön, ich habe ja gerade gesagt, wenn dann so der Humanismus um die Ecke kommt, dann finden wir auch die ersten Beschreibungen. Hier dann aus dem 15. Jahrhundert ein erstes gedrucktes Buch, das Buch der fialen Gerechtigkeit. Mal gucken, ja. In dem dann so Techniken aufgeschrieben und gedruckt sind. Da haben wir dann das Wissen dieser Steinmetze. Das ist ganz spannend, weil Matthias Roritzer, der Regensburger Dombaumeister, der das geschrieben hat und auch gedruckt hat, der hat seine eigene Druckwerkstatt eingerichtet. Das ist auch interessant, dass der ist auf diesen Buchdruckzug aufgesprungen und hat das gemacht. Zeigt auch so ein bisschen, was ich sehr schön finde. Man hat ja auch oft, hört man so von diesem Geheimwissen im Bauen und so, dass sie da versucht haben, da irgendwie ein Geheimwissen zu haben und es irgendwie nicht weiterzugeben. Das zeigt irgendwie wohl doch nicht, ja. Wenn es gedruckt wird. Also das so geheim kann es dann nicht gewesen sein. Gleichzeitig ist aber natürlich so, dass er da auch versucht, diese gotische Architektur in solche Entwurfsprinzipien, Konstruktionsprinzipien da zu entwickeln. Und wenn man dann aber tatsächlich schaut, so eine Fiale vergleicht mit dem, was er da konstruiert, entspricht es nicht unbedingt dem, was da konstruiert ist. Das heißt, es wird dann schon individuell Eine Fiale gemacht. Sind diese Aufsätze. Das ist ja, das sind diese Türmchen. Das sind diese kleinen Türmchen da, genau, ja. Das sind, und daher, aber er tut an diesem kleinen Bauteil so die Prinzipien, wie man sowas entwickeln kann, erklären. Und das ist ganz spannend, ja, das stimmt. Und die Geometrie ist sicherlich auch so etwas, also im Grundriss ist die ganz wichtig. Also da ist diese Geometrie und auch die Proportionen, die da aufgeführt werden. Aber man hat ja auch oft, hört man so von der Triangulatur. Das ist in Mailand der große Streit zwischen den Deutschen, die da kommen, und den Italienischen. Die Frage, wie soll man denn bauen in der Höhe, Triangulatur oder Quadratur? Und tatsächlich hat man viele Beispiele, dass in der Höhenentwicklung von den Kirchen, dass da dann auch abgewichen wurde. Das heißt, dass man eigentlich das darum ging, immer höher zu bauen. Mhm. Also wir haben man kann es schön an den Planzeichnungen von der Straßburger Westfassade nachvollziehen. Die werden immer ein bisschen höher. Also von dem ersten Plan aus geht man dann immer ein bisschen höher. In Ulm kann man es schön am Bau sehen. Also wenn man sich in den Chor reinstellt von Ulm und dann in Richtung Kirchenschiff schaut, dann sieht man da noch so Gewölbeanfänger, die weiter unten drin hängen. Und eigentlich ist es dann doch nochmal erhöht worden, der Chor. Dasselbe ist im Turm passiert. Auch da hat man nochmal ein paar Meter draufgesetzt und hat die Rippenanfänger abgearbeitet. Das kann man als Besucher nicht so gut sehen, aber ich hatte mal das Glück, da auf ein Untersuchungsgerüst draufgehen zu dürfen und dann mal zu gucken. Und dann habe ich sehr schön diese Hackspuren gesehen von dem
Werkzeugen, das man dann da abgearbeitet hat, ja. Also wir haben einen deutlichen Wissenstransfer und sobald der Buchdruck als Transfermedium zur Verfügung steht, wird auch der eifrig genutzt. Also das ist. Aber wir haben es schon vorher. Ja. Also wir haben schon vor dem Buchdruck haben wir natürlich diese Architekturzeichnung. Die eine hast du ja schon gezeigt mit Straßburg und Ulm auf beiden Seiten. Wir haben in der Wiener Plansammlung, das ist die größte Plansammlung, die erhalten ist. Da haben wir Zeichnungen, Grundriss vom Ulmer Münster. Wir haben Zeichnungen von Straßburg dort. Wir haben aber auch in Straßburg Zeichnungen aus Wien. Wir haben in Ulm Zeichnungen von Wien. Wir haben einfach, da haben wir wirklich so ein großes Netz schon an Zeichnungen, die kopiert werden, die getauscht werden, die eben da transportiert werden zwischen den Bauhütten. Das heißt, das gibt's schon. Und dann der Kupferstich. Mhm. Das ist auch noch ein Medium, das vorher auch schon kommt. Da haben wir eben auch ein paar Kupferstichzeichnungen, wo man sagen kann, da auch darüber wurde natürlich verbreitet, die Architektur. Ja. Das ist ja sehr, sehr spannend. Ja, was dann später nochmal kommt, wir haben ja, du hast es schon mal ganz leicht angeritzt, wir haben ja später noch die Freimaurerei, die sich auf die mittelalterlichen Bauhütten bezieht, die das übernimmt, die sich damit auch begründen. Man kann aber, glaube ich, unterm Strich sagen, das ist alles komplett eine spätere Fiktion. Das ist eine spätere Fiktion, ja. Die überhaupt keine wirkliche Verbindung hat, weil letztlich waren es irgendwann im 18. Jahrhundert Adlige und Gebildete, die sich da an die Bauhütte angelehnt haben und es reenacted haben. Ja. Aber eine tatsächliche Verbindung gibt es da nicht. Nein, also die beziehen sich ja auch auf diese Gründung der Steinmetzbruderschaft von 1459. Also die beziehen sich schon darauf zurück, aber da ist keine wirkliche Verbindung zu sehen, keine echte Verbindung. Und eben auch gerade, da kommt auch dieses ganze Geheimwissen und sowas her. Und das ist nicht, nicht der Fall. Also das ist in der Zeit nicht so. Ja. Ja, ich meine, wir hatten vorhin, waren wir auch noch kurz beim Frühmittelalter, wir haben ja auch so Großprojekte wie den Speyerer Dom, der ist ja. Da sind wir um 1000, war geplant als größte Kirche des Abendlandes. Also da haben wir schon Großprojekte, was im Mittelalter auch gerne mal abgesprochen wird. Und dann mit der Gotik, die aus Frankreich rüberschwappt, kommt dann eben die Zeit der großen Hallenkirchen, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Das sind nicht alles Hallenkirchen. Oh. Eine Hallenkirche hat gleich hohe Seitenschiffe und Mittelschiff. Das ist eigentlich das Kennzeichen der Hallenkirche. Okay, Ich habe jetzt einfach nur an die sehr, sehr großen Umbauten gedacht. Aber Hallenkirche ist tatsächlich nochmal ein spezieller Begriff. Die kommen dann schon, sind auch so ein Phänomen, wo man sagen kann, das ist vielleicht auch schon, das sind so Räume, die ganz, ganz spannend sind, weil es einfach diese großen Räume macht, die auch vielleicht auch schon ein bisschen was mit der Renaissance zu tun haben. Weil man hat auch schon solche humanistisches Gedankengut, das auch in die gotische Architektur einfließt. Ja, unbedingt, ich sag immer, dass die Gotik, vor allem die Spätgotik, eine Ausdrucksform des Humanismus ist. So, mein Mantra, ich sag immer, der Humanismus hat parallel die Spätgotik und die Renaissance, die eben Ausdrucksformen des Humanismus sind. Aber ja, mit der Renaissance, die kommt ja dann tatsächlich auch so 1520, 1530 bei uns an. Und dann versinkt die Gotik so in ihren Schlummerschlaf, obwohl du ja herausgestellt hast, dass sie nie ganz aufhört. Und es ist dann tatsächlich, weil wir vorhin bei Goethe war, ist dann tatsächlich wirklich spannend, dass ein Aufsatz von Goethe über das Straßburger Münster dann die Begeisterung wieder weckt und überhaupt den Blick darauf zurück. Ja, also es ist von, er hat eben diesen Aufsatz geschrieben von Deutscher Baukunst. Eigentlich geht es um Erwin von Steinbach, den Erbauer des Straßburger Westfassade, und dass er sich damit ein Denkmal gesetzt hat. Und es ist eigentlich eine Begeisterung für diese Straßburger Westfassade. Und das allerdings muss man da eben auch sagen, dass eben diese gotischen Formen in den Landschaftsparks, also kleine Türmchen und so weiter, existieren sie auch schon vorher. Und in England ist es natürlich auch ein Stilelement mit dem Gothic Revival, das da irgendwie auch schon aufkommt. Und in England hält sich die Gotik auch viel länger. Die hält sich länger, genau. Das ist eigentlich schon, da gibt es schon auch gotische Formen. Und es ist natürlich auch so, dass im 18. und 19. Jahrhundert ist da auch ein Kontakt da, also auch zu Ausbildungszwecken. Man schaut sich das schon auch an und man kennt das und daher. Dann kommt im Prinzip auch im deutschsprachigen Raum die Begeisterung. Es wird vor allem Gotik wird als deutsche Bauform hingestellt, was natürlich nicht ist. Das ist ja von deutscher Baukunst, Aufsatz von Goethe. Ja, dann haben wir Neogotik, dann haben wir im englischen Bereich die Gothic, also die als Literaturform und so. Und dann haben wir im 19. Jahrhundert plötzlich wieder eine riesen Begeisterung dafür. Dann bilden sich auch neue Bauhütten, neue Vereine.
Großkirchen werden fertig gebaut, haben wir jetzt auch ganz viele Beispiele. Also da beginnt dann nach irgendwie so 300 Jahren Schlummerschlaf plötzlich wieder die Begeisterung dafür. Ist natürlich auch wieder nationalistisch verbrämt, weil es ist ja die deutschen Städte sind ja dann auf einmal wieder so ein Produkt des Stolzes. Aber da kommt plötzlich wieder Bewegung in die ganze Sache. Ja, das stimmt. Also da ist dann plötzlich die Gotik wieder drin. Aber es ist, es gibt schon so eigene Entwicklungen, das muss man sagen. In der Spätgotik gibt es schon so regionale Entwicklungen, aber es ist ganz klar, dass es eben diese Nationalstilgeschichte, das ist ein Blödsinn, der da aufgekommen ist, der Also, einfach nicht haltbar ist. natürlich kann man die deutsche Spätgotik abgrenzen von zum Beispiel von der Gotik Flamboyant in Ja. Frankreich und so, klar. Aber selbst da gibt es immer noch einen großen Austausch. Das Ja. ist eben das Spannende. Also es gibt viele, viele deutsche Steinmetze, die nach Frankreich gehen, die nach Spanien, bis nach Spanien kann man sie nachweisen. Also es gibt einfach ein riesiges, europaweit gibt es einfach einen großen Austausch im Bausektor Ist mein insofern. Glück, ich sage immer im Scherz, ich mache gerne Urlaub da, wo es Gotik gibt, wo es keine Gotik gibt, muss ich nicht hin. Das ist noch eine sehr große Liste. Da gibt es noch richtig viel, wo ich hin kann. Ja, ich war letztes Jahr in Portugal, das ist schön. Ja, auch eine Menge Gotik. Also die Manuelinik, die hat mich sehr begeistert. Auch Das eine ist wirklich Sonderform. spannend, ja. Genau. Das ist auch eine Sonderform, die aber wirklich, wirklich spannend ist. Ja. Und dann sieht man trotzdem wieder Bezüge, wenn man so ein eigentlich muss man alle gotischen Bauwerke in Europa mal gesehen haben. Das habe ich noch nicht gemacht. Weiß ich auch nicht, ob ich das schaffen werde. Aber Versuch es. es wäre hochinteressant. Es wäre wirklich hochinteressant, ja. Das stimmt. Ja, was soll ich sagen? Wow. Es war, glaube ich, bin selten so wenig zu Wort gekommen, weil du einfach so viel darüber erzählen Oh, kannst. Ganz das großartig. Toll. Ich fand es einfach spannend, mal so die Bautätigkeit auch anzugucken. Nicht nur das Gebäude selbst, auch immer wird es tatsächlich am wenigsten gesprochen, sondern das Ganze drumherum. ja. Und das war auch genau das Ziel des Ganzen. Von daher vielen, vielen Dank, dass du dein umfangreiches Wissen mit uns geteilt hast. Ich hoffe, Gerne. euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Ja, also wer sich dafür begeistert, ihr habt jetzt ganz viele Reiseziele auch bekommen. Schaut euch an, Freiburg, Ulm, Straßburg, das sind alles großartige Gebäude, die man wirklich gesehen haben muss. Also wenigstens die großen muss man gesehen haben. Und ja, ich hoffe, wir kommen mal wieder zusammen zu einem Thema rund ums Bauwesen. Ich danke, dass du Ja, da sehr warst. gerne. Sehr gerne. Und Darf euch, ich noch einen Werbeblock aber machen? selbstverständlich, du musst einen Werbeblock machen. Ich muss eigentlich noch einen kleinen Werbeblock machen, weil in Freiburg haben wir diese besondere Situation, dass wir eben ein Verein sind, der diese Bauhütte betreibt. Und wir sind daher auch sehr stark auf Mitglieder und Spenden angewiesen. Man kann sehr billig Mitglied im Münsterbauverein werden für 30 € im Jahr und bekommt auch dann eine schöne Zeitschrift mit kunsthistorischen Aufsätzen und Informationen zum Freiburger Münster und auch zum Bau des Freiburger Münsters. Und wir haben auch zur Info einen kleinen Podcast gestartet, weil wir haben auch immer eine Vortragsreihe mit Themen rund ums Freiburger Münster. Der letzte Beitrag ist von dem Geologen Jan Meißner, der die und ist ein bisschen weit hergeholt, der hat über das Straßburger Münster gearbeitet, aber wir haben ihn eben auch zu uns geholt, weil das interessant war, über die Steinherkunft vom Straßburger Münster und wie man da geologisch da hinterher spüren kann, wie man da den Steinen auf die Spur kommt. Und das möchte ich gerne, also wenn du das verlinken kannst, wäre ich dir sehr Selbstverständlich. dankbar, dass die Leute vielleicht auch auf diesen Podcast kommen und uns da genau uns zuhören und uns begleiten. Und es würde mich sehr Unbedingt. freuen. Ja, mich auch, weil ich finde es immer großartig, andere Podcasts zu verlinken, weil wir können nur gegenseitig an der Ganzen wachsen. Nicht mal wahnsinnig wichtig. Ja, wie gesagt, danke, dass du da warst. Ihr da draußen, danke fürs Vielen Zuschauen. Dank für die Einladung. Sehr gern. Und wir sehen uns nächste Woche mit einem anderen Thema. Ich wünsche euch alles Gute und bis dahin, macht's gut. Gesund.